insbesondere die Pflegekräfte. Ohne sie, die sich kümmern und auch den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, wären unsere kranken Patienten verloren. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Pflegekräfte auf unserer Station, wir wollen uns einfach auf diesem Weg für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ohne euch geht's nicht und wir hoffen, dass wir auch weiterhin gut mit euch zusammenarbeiten können. Ich darf das ergänzen, wir sind ein super Team und ihr, wie wir, wissen natürlich, dass wir in normalen Zeiten, aber auch in solchen Krisenzeiten noch enger zusammenstehen müssen und dass das bisher so gut gelaufen ist, ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass vor allem die Pflege unglaublich sich reingehängt hat und dafür vielen, vielen Dank. Ja, liebe Pflegekräfte, Sie sind alle so eine unglaublich wichtige Stütze in unserem Krankenhaus. Ohne Ihr Engagement, ohne Ihr Tun, ohne Ihre wertvollen Unterstützungen, die Sie für die Patienten liefern, wäre unser Krankenhaus überhaupt nicht denkbar. All die kleinen und großen Hilfen, die Sie den Patienten geben, sind das, was die Patienten in Erinnerung behalten. Dafür ganz herzlich danke. Tag der Pflege, was fällt mir dazu ein? Eigentlich eine ganze Menge, aber ich muss mich kurz fassen. Ohne unsere tollen Pflegemitarbeiter hier auf der Intensivstation und in der Anästhesie läuft hier gar nichts. Das haben wir insbesondere gemerkt, als uns Covid hier erreicht hat. Das war eine schlimme Zeit für uns, aber wir haben super zusammengehalten. Es hat sich ein neues, tolles Team formiert und es haben alle ihr Bestes gegeben. Auch die, die jetzt nicht so super drin waren in der Intensivmedizin, haben sich hier reingehaut, haben Hilfe angenommen von unseren intensiv alten Hasen und es hat alles super toll geklappt. Also wir sind echt stolz auf euch und wir sind insgesamt ein super tolles Team, Pflege und Ärzte. Okay? Weiter so. Im Namen der MAV möchte ich mich bei allen Pflegekräften bedanken für den Einsatz, den sie jetzt in dieser Corona-Krise leisten. Ihr leistet hervorragende Arbeit. Die Pflege ist die Seele von unserem Krankenhaus. Wir in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie arbeiten ja sehr intensiv mit den Pflegekräften, vor allem auf der Station und auch im OP zusammen. Auf der Station ist es wirklich vorbildlich, wie liebevoll sich die Pflegekräfte um die Patienten kümmern. Und die Pflegekräfte sind auch dort hochkompetent. Im OP ist es so, dass wir ziemlich komplexe Operationen machen mit vielen Implantaten und vielen Instrumenten. Und da braucht man immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Instrument. Und mit einer guten OP-Schwester gelingt dann die Operation, wenn man das alles kriegt, fast wie von selbst. Und wir haben wirklich hervorragende Pflegekräfte im OP, wo das immer klappt. Ich habe größten Respekt vor der schweren und auch sehr komplexen Aufgabe, die die Pflegekräfte jeden Tag bei uns vollbringen. Liebe Kollegen aus der Pflege, danke für die gute Zusammenarbeit und dass ihr immer da seid. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, mir würden tausend Dinge einfallen und keine ist aussagekräftig genug. Deshalb schlicht und ergreifend ein herzliches Dankeschön, auch seitens meiner Abteilung und der gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Wahlleistungsservice. Wir alle sind Zahnräder in diesem großen Gebilde Krankenhaus und ihr jedoch seid das Größte und Großartigste. Ohne euch würde schlicht und ergreifend exakt 0,0 hier laufen. Danke für die Zusammenarbeit, danke für ein offenes Ohr, danke für jedweden hilfreichen Tipp, den ihr in all der langen Zeit, die wir jetzt auch schon mit euch zusammenarbeiten dürfen, immer parat gehabt habt. Heute im Tag der Pflege muss es doch einfach mal gesagt werden. Ohne Pflege können wir unsere Arbeit hier nicht machen. Wir arbeiten hier in einem multiprofessionellen Team, ich würde sogar sagen in einem transprofessionellen Team, weil ich weiß ganz genau, dass die Pflege mitdenkt, mitentscheidet, weil man die besseren Ideen hat als wir Ärzte, dass wenn ich nach Hause gehe, die Pflege die Arbeit genauso gut oder noch besser weitermacht. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Pflege mich aufmerksam macht auf Dinge, die man noch verbessern kann. Und es gibt keine bessere Pflege als die bei uns auf der Palliativstation. Jede einzelne Person hier ist ihr Gewicht in Gold wert. Ich hoffe, dass die Regierung das erkennt und dass ihr in Zukunft auch mehr bezahlt bekommt. Wir von der Reinigungsdienst finden einfach toll, wie die Kollegen von der Pflege einfach ihre Arbeit so gut leisten und wünschen weiterhin alles Gute.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Pflege, vielen Dank für euren täglichen Einsatz zur Versorgung unserer Patienten. Ich bin sicher, dass wir dank eurer Einsatzbereitschaft und eurer Fachlichkeit auch diese Krise gemeinsam überwinden werden. Wir von der IT-Abteilung unterstützen euch dabei nach Kräften, dort wo wir es können und so gut wir es können. Liebe Pflege, stellvertretend für die Ärzte des Notfallzentrums und der Kardiologie möchte ich mich herzlich für unsere gute Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam werden wir auch diese schwierige Zeit meistern. Ihr leistet Großartiges. Vielen Dank hierfür. Auch von der Betriebstechnik ein Dankeschön an die Pflegekräfte. Wir danken der Pflege für die tolle Arbeit, für den Einsatz, für das Aufopfern, für das Immer-Dasein und dass sie sich so engagieren. Und wir kümmern uns darum, dass alle gesund bleiben, das Immunsystem stärken und grüne, rote Smoothies gibt es en masse. Grüße und Dank an die Pflege. Liebe Pflegekräfte, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für alles, was Sie für uns bei den Barmherzigen Brüdern leisten. Heute ist Tag der Pflege. Ich persönlich denke, dass jeden Tag Tag der Pflege sein sollte und dass wir uns gegenseitig immer wieder bewusst machen müssen, wie sehr wir aufeinander achten müssen. Und ich bedanke mich für Ihre tolle Arbeit. Vielen Dank. Die Arbeit unserer Pflegenden bedeutet eine außerordentlich hohe emotionale Belastung und eine sehr hohe fachliche Anforderung, welche bereits im normalen Krankenhausalltag gewürdigt werden muss. Angesichts der Coronavirus-Pandemie erhält diese Würdigung eine ganz neue, besondere Bedeutung. Dazu braucht es schon besondere Mitarbeiter, ohne deren Engagement eine professionelle Patientenversorgung nicht möglich wäre. Ich bin aufrichtig sehr dankbar, dass wir diese hervorragenden und herausragenden und so tollen Pflegekräfte bei uns beschäftigen dürfen. Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, es ist großartig, was Sie leisten. Dafür können wir Ihnen nur ganz herzlich vergelt's Gott und Dankeschön sagen.